Die Szene mit dem Streit ist im fertigen Film, so wie in meinem Drehbuch. Als wir sie aber filmten, waren die Schauspieler so drin, dass mir die Idee gefiel, dass sie ein bisschen improvisieren. Und so filmten wir ein paar Takes mit verlängerten Improvisationen. Schon beim Dreh dachte ich, dass das wahrscheinlich für den Film etwas viel wäre. Deshalb ist die fertige Szene auch doch so geschnitten wie das Drehbuch. Aber ich fand es so gut gemacht, dass ich unbedingt eine Extended Scene damit noch schneiden wollte. Was stört dich denn noch? Komm mal dahin. Ich verbiete dir was, du verbietest mir was. Ich möchte das nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Ich soll an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Ey, hallo, nimmst du mich eigentlich auch ernst? Ja, natürlich nehme ich dich ernst. Du sagst immer nur das Gleiche, aber hörst du mir eigentlich auch zu? Ja. Nee, ich habe immer das Gefühl, egal was ich mache, es ist nie genug für dich. Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was bin ich für dich? Bin ich ein netter Zeitvertreib oder bin ich deine jüngere Freundin, mit der du angeben kannst? Ich liebe dich, ich fühle mich mit dir geborgen. Hör auf, du bist so egoistisch. Jedes Mal sagst du das Gleiche und weichst ständig aus. Geh doch mal drauf ein, was ich von dir will. Du bist nicht ehrlich zu mir. Du hast von dieser Straßenbahn-Tussi erzählt und gehst aber trotzdem nie ins Detail. Immer wenn ich dich frage, was hat's mit dieser Frau auf sich, ignorierst du's. Aber ich hab doch gerade gesagt, was mit dir ist. Sie ist mir egal. Ja, deswegen redest du von ihr, oder was? Weil sie dir so egal ist. Aber ich will jetzt wissen, was es mit dieser Fotze auf sich hat. Sag mal, wie redest du über andere Leute, die du nicht mal kennst? Ach, und du kennst sie so gut, oder was? Habt ihr euch schon getroffen, oder was? Nur in der S-Bahn, nur Smalltalk, da ist nichts dabei. Wenn mich irgendjemand auf der Straße anmacht, dann sage ich, oh, Entschuldigung, ich kann anmachen. Ja nicht die Menschen wegschicken. Ja, die macht dich freilich an. Die was macht mich nicht an, wir reden über Wetter. So fängt es an, man redet übers Wetter, dann redet man, ach, was ich gern für Zukunftspläne hätte und ach, vielleicht ja mit dir. Ja, toll. Also, ich unterhalte mich auch nur mit bestimmten Menschen, gern mit dir zum Beispiel, aber jedes Mal, wenn ich dich konfrontiere, weichst du aus. Ich weich doch gar nicht aus, ich sag doch noch, wie es ist. Ich sag's dir nicht, wie es ist. Warum mit dieser Frau? Willst du mich eifersüchtig machen? Willst du mich provozieren oder was? Das Reden und Sex, das ist doch was völlig anderes. Das hat nichts miteinander zu tun. Es fängt beim Reden an. Es fängt beim Reden an. Und mit dieser Frau redest du komischerweise ziemlich oft. Und beim Reden hört's auch auf. Also warum redest du mit ihr? Warum ich mit ihr rede? Natürlich, weil ich gerne mit Mitmenschen rede. Die ist nicht dein Mitmensch. Es ist irgendeine Frau, eine unbekannte Frau in der Straßenbahn, die zufälligerweise immer jeden Morgen, wenn du zur Arbeit gehst, neben dir ist. Das ist sie. Eine Unbekannte, Zufall. Weil ich nur Smalltalk mit ihr halte. Und warum? Warum? Was willst du denn von ihr erfahren? Was will man von Smalltalk erfahren? Gar nichts. Man will sich unterhalten, die Zeit vertreiben. Du könntest auch Musik hören. Du könntest dich auch mit dem alten Herrn, der dir gegenüber sitzt, unterhalten. Mit dem habe ich mich auch schon unterhalten. Aber wenn ich mich mit dem alten... Da hält man sich natürlich viel lieber. Ich rede mit dem Rentner oft. Hallo, verstehst du eigentlich, worum es hier gerade geht? Verstehst du es? Ich möchte nicht, dass du dich mit dieser Tussi unterhältst. Aber ich kann mich doch mit Leuten unterhalten, wie ich will. Ja, aber doch nicht gerade mit ihr. Du weißt doch ganz genau, dass ich ein Problem damit habe. Ja, warum hast du damit ein Problem? Was soll denn der Scheiß? Hallo, ich hab dich jetzt 5-mal gefragt, warum? Weil ich das mache, weil ich mir keine Freiheit nehmen möchte. Also aus Protest? Ah, es ist Protest? Nein, ich möchte, dass du mir die Freiheit lässt. Ich will einfach leben. Ja, es ist Protest, also es ist Protest. Es ist kein du Protest. Du fühlst dich von mir eingeengt und deswegen sprichst du mit der Frau, weil ich sie nicht leiden kann. Genau deswegen. Du könntest dich das mit dem netten irre. Mann, der daneben sitzt, hörst du da eigentlich zu, nein, wenn du was sagst? Ganz ehrlich, leck mich! Was ist los mit dir? Warum bist du so beleidigend? Bin ich scheiße für dich? Die ist scheiße für mich und ich weiß nicht, wieso du dich mit so einer Scheiße unterhältst. Wenn sie mich anspricht, was soll ich denn machen? Ich kann sie doch nicht wegschicken. Das ist doch blöd. Du erinnerst dich ja noch an jede Begegnung mit dieser Frau. Warum an wohl? Jede Begegnung? Ja. Weil ich immer im Hinterkopf habe. Die nur gesehen. Weil du mir jedes Mal ein schlechtes Gewissen einredest. Jedes Mal denke ich, oh, Chrissy flippt gleich aus. Dann erzähl's doch nicht. Aber ich will dir doch sowas erzählen, weil ich keine Geheimnisse weil vor dir habe. Beschäftigt, weil diese Frau was mit dir macht. Weil löst du was, das löst denkst. Löst Gefühle in dir aus, oder was? Sie löst keine Gefühle in mir aus. Warum redest du denn ständig von ihr? Ich denke das. Ja, natürlich denke ich das, wenn du immer nach Hause kommst und von ihr sprichst. Was soll ich denn denken? Was willst du denn von ihr? Was willst du von mir? Was willst du eigentlich von mir? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich liebe dich. Können wir uns nicht einfach umarmen? Nein, Mann, ich nehme dich nicht in den Arm. Ey, du machst mich so wütend! Toll! Das war's, ey. Ich schlafe auf dem Sofa. Was hast du?